Gucken wir mal, ob das hier bergauf geht. Hier geht schon mal bergauf. Ja, also von der... Lol. Von der Charakteristik ist, glaube ich, die am besten. Straße sieht sauber aus, die Wände schauen besser aus. Ist jetzt zwar nicht dieses Panorama mit drüben, aber schaut schon stark aus, finde ich. Deswegen haben sie auch beide mit reingemacht. Aber der Körb ist nicht da. Okay, hier ist rechts kein Körb irgendwie. Hier ist rechts kein Körb. Die Straße ist hier voll hochauflösend, hey. Mach mal an, schon mit dem Bergsteigen hier. Sehr wild hier. Okay. Also bis jetzt alles schön fahrbar mit dem McLaren. Ist so. Alles klar, Gino. Ich jetzt hier so machen soll mit den Bremsen wieder.
so far. Fünf Minuten. Sector 1 is quick. Ja, komm schon. Okay, Gino, we need to watch these track limits. Krass. Windchen, Alter. Ich darf nicht einmal berühren das Gezeichnet am Boden. Ach, ist schon Elbe, andere Tabletten sich nehmen. Die ist besser, also von der Straße ist sie besser. Ja, wir werden schon sehen, ob wir jetzt boxen hier. Box, Box, Box oder was? Was ist mit dir? Nächste. Schauen wir, was der nächste Sektor bringt. Etwas vergessen zu schalten. Scheiße, bei 150 wollte ich schalten. Verpeilt, egal. Okay, schön. Gut, schnell die anderen Tabletten. Dann mal gucken, wann ich es noch schaffe. Okay, 11:30 die nächsten. So geht's weiter. Nee, wir fahren mal mit dem zum Test. Schauen wir mal mit dem hier. Also ich muss sagen, bis jetzt sehr, sehr stark gemacht, auch von den ganzen, von der Grafik her. Schon nicht ohne. Schon ganz andere Texturen wie die Stock-Track. Achso, ich dachte, ich habe Monster, aber ich habe Imola geladen, okay. Boah, krass, das schaut schon so ein bisschen wie Ding aus hier, wie Automobilista.
Jo. Hey, Giants 1800, was geht? Ich teste ein paar coole Strecken hier. Oh. Huch. Das ist jetzt weiter, wünsche euch noch viel Spaß. Ui. Ein kurzes Vergnügen, viel Spaß. Was treibst du denn, Jensi? Ja, ist auch krass. Ist neu gemacht, oder was? Ich meine, wir kennen ja eh. Hey, Katie, ich teste gerade ein paar Sachen hier. Die Jungs und Mädels haben mich alle verlassen. Ich teste gerade ein paar Sachen. Gerade ein paar Strecken probieren. Bisschen im Galoring heute gefahren, ein paar Stündchen. Meine Zeit nochmal geschlagen, 1,5 Sekunden. Sogar mit einem anderen Auto, wo ich am Verzweifeln war. Aber ja, bei Ihnen teste ich gerade mal ein paar heftige Strecken hier. Richtig, richtig cool, so mit den ganzen Grafiken hier. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Richtig andere Grafiken als die normalen Strecken. Gerade meine Tabletten um 11 genommen, die nächsten um 11:30 und dann wird ja auch bald zappenduster sein. Halt wieder ein bisschen mehr am. Oh, guck dir mal an die Straße an. Hab wieder ein bisschen mehr am Setup gespielt heute. Aber bin nicht so. Boah, krass, Alter, was ist. Bist du mich da versucht reinzufuchsen, aber ich muss mir mal Guides anschauen oder so. Oder muss man hier mal noch besser erklären? Schau mal an hier, wie das aussieht. Und das ist Assetto Corsa, Alter. Kannst du dir nicht vorstellen. Ich teste gerade ein paar Sachen.
frisch asphaltiert oder was? Das wackelt hier, ey. Ich weiß nicht, wie so ein Stream rüberkommt, aber schon krass. Von der Grafik her. Ja, ist doch nicht schlimm. Ich bin halt eigentlich auch zu platt. Ich bin ja gestern früh aufgestanden, weißt du ja eh. Und ja, Augen ziemlich müde und tränen und brennen. Aber muss trotzdem noch immer so ein bisschen wach bleiben wegen meinen Tabletten nehmen. Trotzdem, wir haben jetzt schon wieder eine 7,5 Stunden Sitocorsa-Aufnahme. Mit vielen Tests hier. Und jetzt probiere ich gerade noch ein paar Strecken, so Zukunftsstrecken für unseren Server. Mal schauen, ob die gut gemacht sind oder nicht. Ich kann es ja jetzt ein bisschen mehr einschätzen, weißt du? Nachdem ich schon vieles probiert habe. Bisschen. Ich habe es auf dem Hungaroring, glaube ich, eh immer so ein bisschen gemacht, weil ich so vorsichtig reingebremst, dann wieder raus. Bisschen. Habe ich gemacht, ja. Ich hatte auch mit dir gesprochen. Einfach so, ich wusste nicht, ob du da bist. Ich habe gefragt, ob du da bist. Ich sage, ich probiere es. Ich weiß aber nicht, ob ich es in jeder Kurve machen kann. Weil in so schnellen Kurven kurz anbremsen, weiß ich nicht. Aber hier so normal bremsen mag ich es eigentlich jetzt so gut es geht. So kurz anbremsen wie hier habe ich ja nichts davon. Aber hier zum Beispiel kann ich mir nochmal schauen. Ich probiere es. Also es ist halt nicht einfach. Mal muss ich schneller, mal muss ich langsamer loslassen, auch hier. Und ich habe gemerkt, ich hab's. Okay, die Strecke ist approved, weil das ist eine Core, wo ich mich immer gedreht habe, bei jeder Klasse. Sieht im Prinzip richtig aus, das ist. Aber ob ich dann. Aber nur wenn du sie sehr eng nimmst. Aber ob ich es so richtig mache, weiß ich ja nicht genau. Und so ein bisschen, so langsam die Bremse habe ich, glaube ich, immer losgelassen, weil der Fuß mir immer zu zu schwer wurde. Aber schau dir mal die Grafik hier an. Ich weiß nicht. Das ist Assetto Corsa, Alter. Schon stark. Diese Strecken sind heftig. Muss ich ein bisschen schneller loslassen, da es ja eine schnelle Kurve ist eigentlich. Man kann es auch nicht immer machen, ne? Ich lasse halt los, aber nicht so schnell. Je nachdem. Hier bringt es mir ja auch nichts. Genau, bei so richtig harten. So zwei bis drei Gangkurven, ne? Hast du auch gesehen, ich habe auch langsamer losgelassen. Aber ich musste trotzdem nicht zu langsam, weil ich musste dann auch wirklich Gas loslassen, weißt du? Der Bremse loslassen.
Hier vielleicht auch langsamer, aber auch nicht zu langsam. Man darf auch nicht so viel Zeit verlieren, glaube ich. Durch das. Ich versuche die GT3 und Formel 1 zu approven, die Strecken. Aber ich habe gemerkt, teilweise fällt mir das nicht so schwer, weil ich ein bisschen immer so mit der Bremse probiert habe. Ich habe immer gebremst und nachgebremst. Und jetzt bremse ich halt und lasse ein bisschen los. Und da muss ich nicht nachbremsen. Aber das ist total weit entfernt noch von gut. Umstellen hier. Ich fühle mich gerne, als ob ich in Assetto Corsa wäre, sag ich dir, wie es ist. Wenn die zu eng sind, dann ist es halt RIP, ne? Das war schon immer so. Ich dachte, ich könnte noch auf den Curb. Schade, aber passt. Sehr stark. Weinst du halt die nicht linsierten Alternativen, finde ich halt in VR ultra heftig. Hast du VR auch probiert oder was? Sehr stark. Hier eingebe MC. Da gleich. Bin ich mal gespannt, glaube ich. Bin noch gar kein Monaco gefahren mit GT3.
Echt, ich dachte, man fährt im VR so teilweise sogar besser, weil es ja ausschaut wie in echt. Aber halt nicht so lang. Das macht dich ja fertig hier. Echt, ich liebe Monaco. Yo! Alter! Dankeschön, 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 Fans. Danke, danke. Aber so für zwischendrin, klar, ist dann schon geil. Boah. Oh no Gott! Yo! Der Tunnel hier. Sind das wirklich Fans oder so ein Scheiß, die da klatschen oder so? Oder was ist das? Kann man das nicht ausmachen? The fuck? Ich meine, es ist schon geil gemacht, aber das ist trotzdem weird. Schade. Ja, ich weiß. Ich muss bei 150 bremsen, nicht bei 100. Oder bei 120. Habe ich irgendwas nicht installiert oder? Wow. Habe ich irgendwas nicht installiert oder warum sind diese Geräusche da? Monaco einfach geil, also keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier nicht gut fahre, Monaco ist halt wirklich geile Strecke. Ne! Okay. Was denn? Wieso kommt der nicht? Nicht mehr Favorit machen oder was?
Das geht nicht, oder was? Als Favorit? Wie kann ich den Favorit machen? Ich dachte, es ist das hier. Ist das nicht Favorit, oder was? Nee. Hä? Wie geht denn Favorit? Muss man umstellen, wenn man mich hört hier. Wie kann man ein Auto zu Favoriten machen? Damit ich nicht immer suchen muss. Send Manage Setup Skills, Open Show, Show Settings, Shift, Opening, Custom, Custom Rating, Rating. Ich dachte hier vielleicht, aber ist nicht. Hier, da ist nicht Favorit anscheinend. Naja, egal. Ey, bis ich das wieder suche und finde, mache ich weiter hier. Okay, das ist das Krasse mit Übersicht hier. Der Strecke. Aber gut aussehen tut's allemal, hey, krass. Wie merkt man erst, wie eng das ist bei dem Auto, hey, krass. Uah! Ja, normal dieser eine scheiß Hügel da. Nicht bremsen, ich weiß ja. Scheiß über den Körper fahren nächstes Mal. Ich finde Monaco so cool. Also mit dem GT3 war es eigentlich voll entspannt im Vergleich zur Formel 1. Versteht nur diese Kurve nicht, wenn man die nehmen kann. Mit diesem Blöden. Ich finde, die hat mit dir die drei super Spaß gemacht. Hier ist sie halt viel stressiger. Ist ja klar. Jo, das... Das Wireless-Mikrofon ist runtergefallen. Ich habe das auf der Base gehabt, damit ihr mich hört, wenn ich mich nach vorne bück. Ich freue mich schon, wenn wir die Strecke im Programm haben. GT3 ist ultra geil. So.
nicht Favoriten machen? Ich habe Favoriten gesucht, keine Ahnung, wie das geht. Ey, super schöne Grafik, alles, aber was ist das Geräusch? Vorstellen. Das schreckt mich jedes Mal voll. Echt? Ich weiß nicht, finde die Katastrophe hier. Wie heißt du nochmal? KD? Ja. Gut, ich kann sie ja nicht. Ich habe sie nicht gelernt. Ich kann sie nicht. Ich bin sie schon gefahren, ein-, zweimal so. Aber Lieblingsstrecke? Kein Problem, Numero dos. Ich finde die Grafik ultra geil. Nur finde ich komisch mit diesen Jubeln hier, dass man das vielleicht rausnehmen kann, wäre schon geil. Dieses. Ja, schlecht ist sie ja nicht, aber das hier, dieses Jubeln da, oder was ist das? So störend. Fette seine Kurve, lol. Hier, Schuhmacher ausgefallen. Ferrari-Problem, Motor. Ne, das ist Vettel seine Kurve, glaube ich, hier, ne? Gewesen. Ist jetzt alles gut fahrbar mit GT3? Ich dachte, ich probiere mal was. Einfach gestorben. Aber die Strecken sind noch sehr gut gemacht von Force Feedback und von den Ebenen teilweise. Also von den Unreinheiten auf der Straße.
demnächst mein Auto zerstört. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Was, wo habe ich denn jetzt gecuttet? Dass ich vorher da fast gestorben wäre, ist egal oder was? Boah, ich habe keine Haftung mehr. Der Typ, ne? Weißt du, wie man hier Favorit machen kann bei dem Auto? Ich habe hier nichts drin. Ich wechsle jedes Mal zwischen zwei Autos. Ich möchte das Favoriten und ich muss jedes Mal mein komplettes Equipment wegtun. Um zu tippen. Da wundere ich mich mit dir auch überhaupt, dass du auch geschafft hast. Sonst bist du ganz, ganz, ganz deppert. Aber das hast du echt geschafft. Krass, Mann. Und leider ist dieser komische Market-Dings da weg. Es gibt ja so ein Setup-Market, habe ich heute erfahren. Und dann auch direkt erfahren, dass es nicht mehr gibt. Toll. Ich hatte Hoffnung, ein paar Setups zu testen, selber nicht zu basteln. Hier. Das ist total verwirrt, Mann. Kann man sowas nicht ausschalten? Das ist ja total der Scheiß. Wenn es leise wäre, okay, aber es ist zu laut. Krass, hey. Nachher schon. So Streckencharakteristik oder so ausschalten, ich weiß nicht genau. Streckensounds. So noch bestimmt irgendwie. Das wirst du echt blöde. Das Grün ist gerade auch dazu. Richtig geil, Australien bin ich vorhin gefahren zum Test. Australien fährt sich super, das Neue mit dem. Echt krass. Genau die gleichen Gänge wie in F1 22, richtig schön. Also Australien fährt sich Baba.
Ja, war halt zumindest immer die erste Strecke bei jedem Formel 1. Die hat man dann zumindest ein bisschen gekonnt, wenn man es gespielt hat oder geübt. Bremsen, Gasbremsen, ey, keine Ahnung. Weg ist Katastrophe hier. Kennen Sie ein bisschen vom Verlauf, aber auch nicht so geil, dass ich weiß, wo die Bremspunkte sind. Das ist immer von Vorteil, mit Formel 1 nicht zu sehen. Passt schon. Ein paar Stunden üben hier. Ja, bestimmt, wenn man sie ein bisschen übt. Ich habe die nie wirklich geübt. Aber sehr, sehr wild mit diesem komischen Schrein von den Fans, oder? Also ich finde das total störend eigentlich. So, mehrere Kanada. Uiuiui. Guck mal, das eine hier. Schauen wir mal, wie sich Kanada in Kanada fährt mit GT3. Sieht aber auch schön aus. Gibt zwei Versionen von der Strecke, muss man schauen, welches die bessere ist. Meins Australien Bathurst. Bin ich in also Bratwurst, habe ich immer gesagt. Die bin ich das erste Mal in Ding gefahren, in Forza Motorsport und in Automobilista 2 war die zuletzt, ja. Einfach die Bratwurststrecke. Schöne Strecke. Da die Stadt hoch. Oder den Stadt hoch, den Berg hoch. Und
dann runter mit Beten. Links, rechts, hier, vierter, voll, rein, fünfter, dann bremsen. Wow. Okay, müssen wir jetzt mal schauen. Wir testen jetzt mal die und dann noch eine Version, welche jetzt besser ist. Es gab vorher noch bei Miami zwei Versionen, einmal 300 MB, einmal 80 MB. Aber die 80 MB, die war einfach besser, was die Strecke angeht. Also, da ging es zumindest auch bergauf. Bei der anderen ging es nicht bergauf, bei der engen Passage. Hier ist es ähnlich von der Größe. Wow, wow, wow. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll mit dem. Ach, ich habe der TC. Kein Formel 1 Scheiß hier. Bin sie im Atomwürdester 2 im GT1 gefahren und im GT3 Bratwurststrecke. Und den Forza Motorsport, keine Ahnung mit was. Doch dritter. Wow, 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 wow. Zu schnell für sowas. Dann mach mal zweiten, Entschuldigung. Formel 1 geht da fast vierter. Was mit dir? Aber dieses Stück ist total rutschig normalerweise hier. Hier dreht man sich immer. Du hast aber einen komischen Geschmack. Also Spar, finde ich sehr geil, rate ich auch ganz oben. Bratwurst, schon stark, aber jetzt eine der, ja gut, Lieblingsstrecke ist halt Geschmackssache bei dir. Und Kyalami, bin ich gefahren, aber kann ich mich an den Verlauf gerade nicht erinnern. Keine Ahnung. Aber doch, finde ich gut. Ich mag halt die andere australische Strecke lieber halt. Mit vielen Höhenunterschieden.
Ja, das, dann magst du ja Monaco. Zu 117 Megabyte, zu 211. Jetzt ist die kleine. Ja, der Bundesstecker finde ich auch stark. Die ist ja immer schon dabei gewesen. Bei Gran Turismo fand ich immer okay. Ist aber nicht einfach, schnell zu fahren. Wie heißt die Strecke nochmal in Kanada? Ich habe jetzt zweimal Kanada und einmal ist dann bestimmt, ist sie anders benannt. Mal schauen hier, wie die dann hier heißt. Nur nein, Kanada. Ach, hier, Villeneuve, genau, Villeneuve, genau. Steht da, lol. Ich weiß nicht genau, wenn ich die zweite drauf getan habe. Ach doch, das ist sogar die, das hat doch überschrieben. Da guck mal. Ja, okay. Hat sich einfach überschrieben, glaube ich. Ja, denke ich mir. Dann tu das mal weg. Und tu die noch mal. Und mal clear installieren hier, weil es ist ja wild gewesen hier. Nur die alleine ist. Bei Ding hieß sie ja sogar anders. Bei Miami hießen die ja ganz anders. Man schon noch die Unterschiede kennen. Ist jetzt von 100 Megabyte kleiner. Da müsste nichts heißen. Solange kein so ein Fangeheule da ist, passt es ja. Ja, versuchst du scheiß Bremsen zu machen, aber ich habe zu früh gebremst, glaube ich. Ist die breiter? Gott.
Die ist breiter, Alter.